2 Sekunden Vorsprung auf den Finnen Eero Hirvonen durch. Nachdem er erstmals in seiner Karriere bereits den Sprungdurchgang gewonnen hatte, ich war schon ziemlich aufgeregt, weil ich zum ersten Mal nach dem Springen geführt habe, sagte Riesle in der ARD. Aber als der Vorsprung stabil blieb, war das dann beruhigend für Riesle. War es das erste Mal, dass er 2 Weltcups hintereinander gewinnen konnte. Vor 3 Tagen hatte er bereits in Trondheim gewonnen, die Basis für seinen Sieg in Klingenthal. Seinen 3. Saison- und 8. Karrieresieg legte Riesle bereits im Springen nach einem Sprung auf 139,1. Eric Frenzel verpasste als 4. plus 2,3,8 das Podest knapp Johannes Reizeck. Wie Frenzel, Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang, musste sich nach einem Sturz kurz vor Schluss mit Platz 6 plus 4,3,9 begnügen. Vinzenz Geiger, der die olympische Goldstaffel komplettiert hatte,